Okay, es geht jetzt darum, wie man mit LibreOffice Dokumente verschlüsseln kann. Ich habe hier eine Notenliste, die möchte ich verschlüsseln, weil sie niemand, der das Passwort nicht kennt und diese Datei in die Finger bekommt, entschlüsseln soll. Das geht auf zwei Arten. Entweder ich gehe auf Speichern unter und klicke hier mit Kennwort speichern an. Ist hier schon angeklickt. Ich gehe auf Speichern, gebe ein entsprechendes Kennwort ein und das ganze Ding ist passwortgeschützt. Das kann jetzt nur jemand öffnen, der auch LibreOffice installiert hat. Microsoft Word akzeptiert diese Verschlüsselung nicht. Das meckert einfach nur, dass es die Datei nicht öffnen kann. Die zweite Variante, die plattformunabhängig ist, wäre, wenn man das Ganze als PDF exportiert. Und zwar bitte nicht das direkte exportieren, sondern als PDF exportieren. Da hat man nämlich diverse Einstellungsmöglichkeiten. Mich interessiert hier die Sicherheit. Hier kann ich nämlich Kennwörter setzen. Ich muss das auch zweimal setzen. Ich kann hier ein Rechte-Kennwort setzen zum Bearbeiten. Habe ich eben bei LibreOffice vergessen zu sagen. Da kann man das auch, wenn man die erweiterten Optionen anklickt. Ist mir aber egal, wer es öffnet, soll es auch bearbeiten können, zur Not. Okay. Wird exportiert. Mit dem entsprechenden Namen. Gibt es auch schon. Und ab die Post. Jetzt sind beide Dokumente passwortverschlüsselt. Wie kriege ich mit Word eine Datei verschlüsselt? Auch bei Word habe ich eine Notenliste. Die möchte ich nicht, dass sie von anderen lesbar ist. Also muss ich sie verschlüsseln mit einem Passwort. Ich gehe auf Datei, auch hier Speichern unter. Und jetzt sucht man sich den entsprechenden Ordner raus. Ich möchte das Ganze als Notenliste speichern. Und jetzt gehe ich auf die Tools. Und bei den allgemeinen Optionen, dort kann ich ein Passwort eingeben. Hier. Wenn ich jetzt auf OK gehe, werde ich normalerweise aufgefordert, das Passwort vielleicht noch ein zweites Mal einzugeben, nur zur Sicherheit. Schauen wir mal, ob Word das gleich auf die Reihe kriegt. So, ist gespeichert, sollte passwortgeschützt sein. Auch Word ist mittlerweile in der Lage, ein passwortgeschütztes PDF zu erstellen. Wenn ich auf Exportieren gehe und ein PDF-XPS-Dokument erstelle, dann kann ich hier bei den Optionen auch ein Passwort oder Kennwort eingeben. Hier Dokument mit einem Kennwort verschlüsseln. Auch da gehe ich auf OK. Hier ist die Doppelteingabe. Word verlangt eine Mindestsicherheit. Kann man gerne mit leben. Ist OK. Und das Ganze möchte ich dann gerne veröffentlichen. Machen wir. Ist jetzt Kennwort geschützt? Das will ich hoffen. Ja. Jetzt meckert er, weil ich das Word-Dokument natürlich auch schon Kennwort geschützt habe. Aber gut, damit kann ich ganz gut leben. Das PDF ist ja auch Passwort geschützt. Kennwort eingeben und man sieht, es ist problemlos wieder entschlüsselt. SevenZip ist ein Pack- und Extraktionsprogramm, das es auf der Seite 7-zip.org zum Download gibt. Welche Version dafür die richtige ist, das muss man selber herausfinden. Mit 7-Zip kann man verschlüsselte Dateien erstellen oder man kann beliebige Dateien in einem ZIP-Archiv verschlüsselt schützen. Dazu wählt man auf der Startseite den entsprechenden Ordner aus, in dem die Dokumente sind. Ich wähle hier das verschlüsselte Dokument aus. Man sieht, hier sind die ganzen Notenlisten drin. Ich möchte ganz gerne sämtliche Notenlisten verschlüsseln. Ich drücke die Shift-Taste und markiere
einfach mal alles, möchte die zu einem Archiv hinzufügen hier oben und dann erscheint das Fenster, in dem man die Eigenschaften dieses ZIP-Archivs einstellen kann. Das für uns Wichtige ist das Passwort eingeben. Können wir kurz machen. Wenn ich das Passwort nicht anzeigen lasse, dann muss ich es hier bestätigen. Man kann es auch anzeigen lassen. Hier kann man das Verschlüsselungsverfahren einstellen. Ich würde das AES-Verfahren empfehlen. Das andere könnte ein 7-ZIP-spezielles sein. So müsste man das ZIP-Archiv mit fast jedem beliebigen Programm wieder entschlüsseln können, solange man hier das Archivformat auf ZIP lässt. Es gibt viele, viele andere. Das 7Z ist etwas effektiver, aber ZIP kann normalerweise auch ein Windows-Betriebssystem öffnen. Gut. Auf OK. Ist erstellt. Kann man hier sehen, hier ist das neue Dokument. Wenn ich jetzt in den Datei-Explorer gehe, dann sehe ich, ich habe hier ein verschlüsseltes Dokument als Ordner. Unter Windows kann ich das öffnen. Aber sobald ich eine Datei hier drauf aufrufen möchte, werde ich erstmal etwas frustrierend danach gefragt, dass das alles nicht funktioniert. Und genauso soll es ja eigentlich auch sein. Das einzige Manko ist, bei Fotos werden hier kleine Vorschaubilder von den Fotos angezeigt, aber na gut, auf den meisten Fotos ist ja in der Regel nichts zu erkennen. Ein mit 7-Zip verschlüsseltes Dokument ist nicht mehr so einfach ohne 7-Zip zu öffnen. Das heißt also, mein Empfänger muss auch 7-Zip bei sich auf dem Rechner installiert haben, um das verschlüsselte Dokument wieder zu entzippen. Mit dem Free Commander hat das auch funktioniert. Word selbst zickt leider. Okay, dann, um wirklich vollkommen sicher zu gehen, dass mein Gegenüber das auch öffnen kann, basteln wir uns ein selbst entpackendes Archiv. Hinzufügen wieder. Diesmal habe ich als Archivformat 7Z eingestellt. Das ist auch vollkommen egal, weil ich jetzt nämlich ein selbst entpackendes Archiv erstelle. Das heißt, mit dem Passwort und allen Parametern, die gleich bleiben, erstellt 7Zip eine ausführbare Datei, ein verschlüsseltes Dokument.exe, exe für execute. Dieses verschlüsselte Dokument kann sich selbst entpacken, wird aber, wenn es als E-Mail-Anhang versendet wird, leicht für einen Virus gehalten. Das heißt also, da muss der Gegenüber Bescheid wissen, hallo, das darfst du tatsächlich öffnen. Heutzutage würde ich, ehrlich gesagt, keine Execute-Datei mehr per E-Mail verschicken. Außer mein Gegenüber weiß genau Bescheid. Dann kann das Ganze funktionieren. Wenn ich das Ganze jetzt wieder öffne, dann sieht man hier ein Self-Extracting Archive oder Archiv, was auch immer. Will ich extrahieren, muss das Passwort eingeben. Jetzt fragt er mich, ob er die Dinger ersetzen soll. Nein, möchte ich nicht. Gut, ansonsten hätte er das Ganze hier in diesen Ordner wieder entpackt.